Hallo und jetzt zurück zu Evil Genius. Nachdem ja letztes Mal da ein bisschen, das alles eskaliert ist, geht es diesmal hoffentlich etwas ruhiger zu. Wir haben die Basis ja zum größten Teil wiederhergestellt, zumindest die entsprechenden Aufträge gegeben. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass es mit dem Geld nach wie vor passt. So, hier, ja, müssen wir jetzt natürlich wieder warten. Das habe ich ganz vergessen, bis die Pulte stehen und auch besetzt sind. Mal ein bisschen raufdrehen. Weil das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Räume für den Moment. Ja, wir brauchen einfach wieder den alten Personalstand. So, ich bekomme es nicht ganz so hingedreht, wenn wie ich will. Der Gerechtigkeit ja. Weiß nicht, was ich gerade angeklickt habe. So. Spielen wir es mal so, warum nicht? Etwas Abwechslung. So. Mal überlegen. Sollen wir einfach für mehr Geld sorgen? Oder umgekehrt würde ich sagen, sollen wir einfach schauen, dass wir hier schneller zu neuem Personal kommen? Indem wir ein bisschen investieren. Machen wir das. Ja, die sind eh schon getaggt, so da liegt alles mögliche an Zeug rum. Die werden eh wieder rausgebeten. Ja, genau, das wollte ich mich noch kümmern letztes Mal. Die Hotellobby ein bisschen einrichten. So eine Rezeption, ja. Da werden die Leute begrüßt, starten wir vielleicht mal mit dem. Oh, ganz schön groß. Ja, einfach mal reinbauen. Und dann schauen wir, wie es da weitergeht. So, da haben wir wieder unsere Ausrüstung, wenn auch etwas reduzierter. Da haben wir wieder drei Pulte, sehr schön. Eins ist auch schon besetzt. Okay, das geht ja. Da irgendwelche Gegner unterwegs, schaut nicht so aus. Wir verdienen ein bisschen Geld, ist auch gut. Hier allerdings nützt das Verschwören immer noch nichts. Wir müssen warten, bis das zweite Pult besetzt ist. Wird noch einen Moment dauern. Ja, hier wird fleißig ausgebildet, das passt. Kammerdiener brauche ich wirklich ganz so viel. Ja. Wenn wir dann das Hotel auch eröffnen, warum nicht? So, Strom haben wir auch nicht mehr ewig lang, müssen wir auch ein bisschen aufpassen. So, hier die Wache holen wir auch zurück. Da wäre die Wut wieder ein bisschen runtergegangen. Dann werden wir erstens uns mal da ein bisschen verteilen in der Gegend. Dann machen wir es da gleich. 2, 2, 2. Da haben wir 3. 3 und 2 Detektive, also 2 Techniker. Okay, 1 ist mal in Betrieb, ein Pult. Das zweite hoffentlich auch bald. Okay, da zählt das einfach, wie viele Leute arbeiten hier, egal wie sie sich verteilen. Auch gut. Ja, Ausbildung läuft auch. Bestens, kann man sich nicht beklagen. Menge an Leuten in der Basis ist auch noch halbwegs im Griff. Ja, gut. Gut, gut. Wenn hier jetzt noch ein paar mehr Leute arbeiten, dann super. Dann kehrt ja wirklich alles wieder zum Normalzustand zurück. Mit dem Tresor bin ich jetzt auch zufrieden. Ja, bestens. Brauchen wir noch irgendwo dringend Türen? Ich glaube, das geht im Moment. Da ist noch einer. Nicht markiert. Ja, werden eh schön rausgebeten. Passt das. Ah, jetzt schaut schon besser aus. Ah, zählt noch nicht. Müssen wir noch warten, bis sie sitzen. So, jetzt aber. Jetzt sollte man es eigentlich wieder sehen. Genau, und jetzt funktioniert das Verschwören auch. Stehlen natürlich auch wichtig. Ja, Wut ist hier ein bisschen zurückgegangen, so wie es ausschaut.
Ja, Wut ist momentan überall halbwegs im Griff. Ja gut, wenn das so ist, wenn hier voll ist, dann werden wir doch gleich weiteres Geld investieren und da... Na wohl, ja, oder? Bin gerade etwas unsicher, weil eigentlich möchte ich hier ja weitere Sachen aufdecken, haben wir quasi gar nichts abgeschlossen. Dann schicken wir lieber noch ein paar Techniker dahin. Ah, nicht Minus, Plus. Plus, Plus, bitte. Müssen wir halt weitere ausbilden. Genau, dann wisst ihr, was ich mache. Ich leiste mir hier noch einen zweiten Laborarbeitstisch. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. So, Betten werde ich, glaube ich, da keine reinbauen, weil dann sollen sie sich lieber da oben ausruhen. Und dann sind sie alle in der Nähe von unseren Eindringlingen, ist auch gut. Oh, da ist uns einer, glaube ich... Ah, na, das ist einer von uns. Das ist einer der Techniker, okay. Hätte ich schon fast. Hätte ich schon fast. Ganz knapp was dran. So, da bitte sollte auch regelmäßig jemand arbeiten. Nicht, dass ich es eh nicht selber sehen würde, aber... Hätte schon Vorteile. So. Wie läuft denn das hier? Das müsste vermutlich... Wo ist denn da vorne und hinten bei dem Ding? Keine Ahnung. Ja, da brauchen wir sicher auch eine Stechuhr, dass da hier auch fleißig gearbeitet wird. Was haben wir da noch? Lobby-Sofa. Wunderschönes Sofa, auf dem die Touristen Platz nehmen. Wir haben noch ein Konzertflügel. Bleiben die Touristen ein bisschen länger hier? Naja, die Touristen sind im Moment wirklich nicht unser Problem. Das baue ich jetzt wirklich eher aus rein Interesse heraus. Also ich behaupte zumindest mal, Touristen sind nicht unser Problem. Ja, Strom. Was kostet ein Generator? 12.000. Ich glaube, da wäre es Zeit für einen zweiten. Objektkauf wurde in Auftrag. Und vorsichtshalber können wir auch schon mal zwei Kondensatoren bauen. Das ist zwar relativ teuer, aber Strom, wenn es da Strom ausgeht, das wäre ziemlich fatal. Das möchte ich nicht. Dann könnten wir uns hier dann das Thema Fallen anschauen. Gibt es eh schon einiges. Das machen wir dann, glaube ich, nächste Folge. Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Jetzt wären es gerade wieder sehr unsympathisch viele. Warnung, feindliche Personen in Basis entdeckt. Hier noch alles okay. Ja. Schaut ganz gut aus. Da haben wir jetzt mittlerweile 5. Ah, das müssen wir auf Verschwören stellen. Wut ist hier relativ hoch. Na, schauen wir mal. Okay, für Strom wird gesorgt. Brauchen wir noch irgendwo dringend Türen? Nicht wirklich. Wäre nur schön, wenn die da ein bisschen bedient werden. Ah ja. Sehr gut. Ja, wie man letztes Mal schön gesehen hat, ich komme einfach doch nicht ganz ohne Eliminieren aus. Ja, das müssen wir dann auch bald erweitern. Sicherheitstür wurde umgangen. Schätze mal, das war der hier. Oh, da sind ein paar hier rein. Ja, können wir uns natürlich auch, gebe ich zu, überlegen, ob man die Leichenkammer nicht auch irgendwo dahin zurückverlegen. Hierhin oder so. Könnte man eigentlich auch machen, gelegentlich. So, wie heißt's jetzt? Gefrierkammer. So, Leichenkammer. Gefrierkammer, da lagern wir unsere Lebensmittel in Wahrheit. So, wie breit ist das Regal? Ich glaube 3. Dann bekommen wir da hinten noch eins rein. Der Bau des Raums geht weiter. Ja, jetzt geben wir gerade großzügig Geld aus, gebe ich zu. Der Raum befindet sich im Bau. Aber warum nicht? Dann können wir da vorne einen Aufenthaltsraum oder sowas hinbauen. Oder das Archiv. Auch okay.
Fall brauchen wir es überhaupt so groß. Ja, wer weiß. Wer weiß, was ich noch mache. Das Ding hier ist eindeutig zu groß, das ist schon mal klar. Ja, ich denke, für die zweite Runde weiß man es dann ein bisschen besser. Das Ding ist auch viel zu groß. Bringt auch nichts. Das können wir zum Beispiel darüber legen. Oder daher. Ja, mal schauen. Gut. Wie gesagt, viel Lerneffekt dabei für die zweite Runde. Verstecken. Und zwar an mehrfachen Stellen, so wie es ausschaut, müssen wir uns verstecken. An vielen Stellen müssen wir uns verstecken. Knabbern natürlich ein bisschen am Einkommen, aber was soll's. Da war es offensichtlich zu spät. Aber gut, dann lassen wir das so, weil da ist die Wut sowieso schon sehr hoch in der Region. Dann ist das okay so. So, die 20 haben wir, die haben wir wieder zusammen. Wachen gehen wir doch auf 15, würde ich sagen. Ja, ja, kein Problem. So, Strom schaut auch gut aus. Sehr schön. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Gleich noch ein paar Spinnen in Auftrag geben. Dass unsere lieben Bediensteten auch was zu tun haben. Und ich glaube, jetzt investieren wir doch in den Kontrollraum. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So nach und nach. Und sobald die Gefrierkammer da unten dann steht, reißen wir die da oben ab. Dann bauen wir mal den Aufenthaltsraum. Ja, das ist auch viel zu groß. Also die Räume sind teilweise so wie die Krankenstation. Ja, wer weiß, was da später noch dazu kommt. Jetzt haben wir nur eine Medikamentenausgabe. Also ganz so genau kann man es dann auch wieder nicht sagen, wie groß die Räume sein müssen. Da muss man schon abwarten auf später und schauen, was alles an Einrichtungsgegenständen dazu kommt. Ja, die Lobby ist jetzt noch ein bisschen sinnlos, weil die Touristen nicht wirklich viel machen können. Können wir ihnen mal ein Sofa zumindest bauen. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Und den Flügel stellen wir auch rein. So, jetzt haben wir eh wieder... Pardon. Sowas. Jetzt haben wir eh wieder genug Geld ausgegeben. Aha, okay. Ja, auf den verzichte ich jetzt im Moment gern. Ich bin eigentlich nur aufs Verschwören aus. Wie viel braucht's da? Ah, die sind, glaube ich, gerade unbesetzt, weil es gerade zurückgegangen ist, oder? Ja. Jetzt haben wir schon gedacht, dass wir da 8 oder so brauchen. Ich glaube, 6 ist es Maximum, wenn ich mich nicht ganz verschaut habe. Geldknappheit. Ja, jetzt habe ich natürlich so viel ausgegeben oder so viel in Auftrag gegeben. Wenn wir ein bisschen warten müssen, können wir hier auch mal sparen. Da haben wir jetzt ja auch sehr viel Geld ausgegeben. So, was haben wir da jetzt insgesamt? 30, 50 und hier 30. Das wären also so in Summe 80. Stehen jetzt schon alle Spinnen noch nicht ganz. Aber gleich, wir nähern uns dem möglichen Maximum. So, jetzt steht da. Maximale Bedienstetenzahl. Okay, das heißt 82 ist aktuell das Maximum. Ja, sind wir eh nicht allzu weit weg. Dann werden wir das mal abwarten, ohne dass wir zusätzliches Geld investieren. Ja, da wird fleißig gearbeitet. Ja, der Kontrollraum. Definitiv auch etwas, was man ein bisschen weiter nach hinten verlegen könnte. Aber wie gesagt, so langsam komme ich ja drauf, was wohin muss. Fürs nächste Mal dann. So, da sind die Touristen hoffentlich ein bisschen besser unterhalten schon. So, wie viel haben wir denn gerade in der Basis? 3 laufen da rum, das geht noch. Und eine Menge Touristen sehe ich draußen. Der braucht eigentlich keinen Tag. Okay. Ich würde mal sagen, alles im Griff. Okay, da sind vielleicht jetzt ein bisschen sehr viele. Da
braucht es auch nicht gerade. Ist das eigentlich die Anzahl, die man hier direkt einstellt, oder? Kann das sein? Ja. Hier brauchen wir relativ viele, weil hier genügt ja... Hier genügen ja ein oder zwei. So viele müssen da auch nicht sein. Und hier stellen wir die Stechuhr auf 2. Dass die auch laufend unterhalten sind, die lieben Touristen. Ein Bediensteter, was? Was? Ein Bediensteter ist... Hallo? Okay. Die Basis brennt, das ist noch vom letzten Mal. Oh, da ist jemand gegangen. Aufgrund fehlender Loyalität. Ja, müssen wir einfach die zusätzlichen Räume irgendwann noch bauen. Die sind sicher wichtig. So, hier wird weiterhin verschworen, aber irgendwie deckt man nichts auf. Hier können wir allerdings noch nicht. Ja gut, dann schauen wir mal ein bisschen weiter in dem Fall. Und zwar... Ah, Moment. Da war ja irgendwas mit abgeschlossen letztes Mal. Ah, weil wir unser unser Allerheiligstes gebaut haben, genau. So, am indischen Subkontinent war was und in China. Südostasien. Was uns... Dauernd drücke ich so auf das Escape. Dann können wir hier mal schauen, da ist die Wut relativ gering mittlerweile. Weil hier hätten wir ja auch schon Regionen. Vorausgesetzt, unsere Bedientafeln sind entsprechend ausgerüstet. Hier hätten wir auch schon Regionen, wo wir ein bisschen... Wo wir verschwören können. Nehmen wir uns mal die hier an. Schauen wir mal, ob wir da was aufdecken. So, da ist gerade Schichtwechsel. Jetzt läuft's, also jetzt probieren wir es mal hier. Ah ja, da haben wir eh schon was gefunden. Sehr schön. Ming Bling Bling. Eine Bande internationaler Grabräuber hat letztens weltweit für Schlagzeilen gesorgt, als sie eine königliche Gruft der Ming-Dynastie entehrte. Ein überaus makaberer Akt des Bösen. Es ist eine Schande, dass wir nicht zuerst daran gedacht haben. Ja. Wie dem auch sei, dank eines hilfreichen Tipps von einem unserer dortigen Kontaktmänner können wir das für uns wieder gerade biegen. Die Diebe stecken in einer alten Fabrik in einem wenig besuchten Dorffest zusammen mit dem gesamten von ihnen erbeuteten Schatz. Da sie genau wissen, für welchen Wirbel sie gesorgt haben, sind die Diebe willens, einen Teil ihrer Beute abzugeben, wenn sie im Gegenzug von den ansässigen Gangstern und Alibi-Agenten beschützt werden. Was brauchen wir denn hier? 2 Arbeiter, 2 Kammerdiener und 1 Techniker. Dann schicken wir gleich mal 2 Arbeiter und 2 Kammerdiener auf Häuser 3 und 3. Machen wir es mal so. Sehr schön. Ja, Personalstand stellt mich gut zufrieden im Moment. Unsere Wachen haben wir auch gleich mal wieder zusammen. Ja, dann werden wir da weiter ausbilden, oder? 25. Machen wir mal so. Einfach ein bisschen mehr für den Moment. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Okay. Die sind eh noch getaggt. Sehr gut. Warnung. Hochsicherheits- oh, da ist jemand unterwegs. Weniger gut. Sollte man ein bisschen beobachten. Die laufen da jetzt natürlich alle rein und sind jetzt sehr aufgebracht, so wie es ausschaut. Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Ja, hoffentlich kümmern sich da unsere Leute bald drum. Hoffentlich. Wo sind die Kammerdiener? Alle beim Schlafen wieder mal. Oh, dann wird gleich das nächste. Alles nur geklaut. Schauen wir uns dann an.
Okay, wenn sie da drin sind, das ist eher stressig. Dann haben wir uns da mal in die Nähe begeben. Ich überlege gerade, ob das gute Zahlen sind, die wir hier eingestellt haben. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Ich glaube aber schon. Feindliche Person in Basis entdeckt. So, bei den zwei überlege ich es mir jetzt gerade, ob wir die nicht schon zu weit gekommen sind. So, da haben wir eine Tür rein. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Und unsere... Können wir die jetzt schon verlegen oder muss man da warten, bis die... Entfernen sie einen Leichensack? Okay. Das geht auch. Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Das Objekt wird in Kürze versetzt. Ah ja, die werden versorgt. Sehr gut. Warnung! Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. Ja, sagt's mal. Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. Ja gut, da werden sie sicher gleich angeplaudert, wenn sie da reingehen. Gleich jetzt mal auf 20. Bin so unentschlossen, wenn ich ausbilden soll. Ah, da haben wir wieder mal geschlafen. So, hier verstecken wir uns. Wir müssen uns so ziemlich überall wieder verstecken. Da haben wir eh niemanden mehr. Ja, zu wenig oft geschaut. So, was brauchen wir da jetzt für den Auftrag? Da fehlt uns jetzt noch ein Kammerdiener. So, einfach vorsichtig ein bisschen überbesetzen. Die sollten eher verstecken bleiben, hoffentlich. So, da könnte man eigentlich auch drei Leute herschicken. Ja, jetzt warten wir mal, bis sich hier alles ein bisschen beruhigt hat. Dann, ja, sieht man auch schön, wie das Personal wieder runtergegangen ist. Da schweben ein paar Leichensäcke durch die Gegend. Auch nicht schlecht. Ja gut, die haben jetzt für meinen Geschmack zu viel gesehen. Die werden wir entfernen. I'm sorry. Streitkräfte sind in ein Gefecht verwickelt, allerdings. So, damit Superkopfschuss. Na, jetzt aber. Schafft er das noch? Sehr schön. Gut. So, da haben wir wieder eine Menge Leute. Aber werden scheint so ziemlich alle versorgt. Ja, das war jetzt leider nötig. Tut mir sehr leid. So, wie schaut's denn aus? Können wir den jetzt schon abreißen oder müssen wir warten, bis die hier weg sind? Gute Frage. Naja, warten wir mal, bis sie weg sind. So oder so. So, wie schaut es da aus? Da warten wir noch auf Nachschub. Da werden wir hier wieder ein paar Leute positionieren, so wie wir es gehabt haben. Einfach in etwa wieder gleich verteilen. Sind sie jetzt zwar schon ausgegangen, aber gut. Ah, hier ist die Wut ganz weg. Dann machen wir das doch anders. Wieder mal ein bisschen umlegen. So, jetzt mal schauen. Da haben wir jetzt dann 2, 2, 2. Da sind auch noch 2. Da sind 3. Okay, dann gehen wir einen weg. So, ich hoffe, jetzt stimmt alles, so wie ich es haben wollte. Wir werden es noch sehen. So, oder so, jetzt starten wir mal den Auftrag hier. 42 Sekunden dauert das. Ming, bling, bling.
Wut 7, bekannt als Grad 5, ist eh ein guter Deal, so gesehen. Und da haben wir dann was noch? Alles nur geklaut. Was gibt's hier? Hört sich gut an. Klauen wir ihn. Ja, schauen wir nächstes Mal an. Jetzt warten wir das noch ab. Dann ist eh wieder Zeit für eine Pause. Sollte wohl hoffentlich hinhauen. Machen's schon spannend. Mal schauen, wie viel wir da verlieren bei der Aktion. Gelungen. Sehr gut. Und auch schon eine Menge abgeschlossen. Okay, nicht schlecht. Dann gehen wir damit wieder weg und packen hier Techniker her und werden weiterhin verschwören. So, dann schauen wir mal. 2, 2, 2, 2. Da haben wir gleich 3, genau. Da ist momentan niemand. Warnung! Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. Okay. Da ist schon wieder jemand so weit vorgedrungen. Schwächentag angeordnet. Na gut, ja, ist Zeit. Feindliche Personen in Basis entdeckt. Ja. Ja, um die kümmere ich mich noch. So leid es mir tut, wer so weit kommt, kommt nicht mehr raus. Oh, hätte ich eigentlich warten können, bis der L ein bisschen in der Nähe ist. Hallo? So, das noch erledigt und wird gleich versorgt. Gut, dann war es das für dieses Mal. Ich wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.